Sana, das Konjunkturpaket ist gerade beschlossen worden. Was hat dich positiv überrascht? Ja, positiv überrascht hat mich an dem Konjunkturpaket, dass die 25 Milliarden als Überbrückungshilfen für mittelständische Unternehmen mit drin sind. Das betrifft alle Unternehmen zwischen 50 und 250 Mitarbeitern. Genauso sehr positiv, dass die Altschulden der Kommunen nicht übernommen werden. Das würde nämlich Fehlanreize setzen. Und dass jetzt investiert wird in neue Technologien, in Innovation und vor allem in den Ausbau der digitalen Infrastruktur, weil das ist bitter nötig. Was findest du negativ? Negativ an dem Konjunkturpaket finde ich beispielsweise die Kaufprämie für E-Autos. Erstmal, weil Kaufprämien generell nur eine Branche fokussiert und somit kein branchenübergreifendes Angebot geschaffen wird. Außerdem ist E-Mobilität aus meiner Sicht nicht das Allheilmittel. Die zweite Sache ist, dass wir einen Aufschwung brauchen. Wir brauchen positive Impulse für die Wirtschaft. Das bedeutet, es wurde beispielsweise das Kindergeld von 300 Euro beschlossen, eine Einmalzahlung. Hier hätte ich mir gewünscht, dass die Arbeitnehmer entlastet werden, was bedeutet, dass sie mehr im Netto vom Brutto im Monat übrig haben, mehr zum Leben haben und selber entscheiden können, wie sie das Geld ausgeben. Was sind deine wichtigsten Erkenntnisse aus der Corona-Krise? Ja, ich selbst persönlich habe aus der Corona-Krise gelernt, wie wichtig Netzwerke, wie wichtig Unternehmerverbände sind, wie auch der Verband Die Jungen Unternehmer, weil wir haben die 3 Monate jetzt von der Corona-Krise wirklich genutzt, um uns aktiv auszutauschen, um voneinander zu lernen und auch zu sehen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und das war mein bestes Learning aus der Corona-Krise.